Am Donnerstag zieht Sturmtief Bianca über Deutschland hinweg und bringt turbulentes Wetter. Am Vormittag ist es abgesehen von einzelnen Schneeschauern entlang der östlichen Mittelgebirge noch ruhig. Im weiteren Verlauf ziehen Niederschläge aus Westen ins Land. Dabei schneit es oberhalb von rund 300 Meter Höhe zeitweise kräftig, sodass innerhalb kurzer Zeit 5 bis 10 cm Neuschnee fallen können. Zudem droht in der Südhälfte schwerer Sturm mit orkanartigen Böen. Örtlich sind auch Orkanböen bis 120 km pro Stunde möglich. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 6 Grad. Am Freitag weht im Südosten Bayerns noch ein kräftiger Wind, der anschließend weiter nachlässt. Besonders in den Mittelgebirgen können letzte Schneeschauer fallen. Nach einer kurzen trockenen Phase in der Westhälfte ziehen dort am Abend neue Wolken mit Niederschlägen auf. Das Thermometer zeigt meist Werte zwischen 3 und 8 Grad an. Am Wochenende wird es sogar noch milder. Dann sind am Oberrhein sogar frühlingshafte Werte von über 15 Grad drin. Dazu bleibt es wechselhaft und teils stürmisch.